Ding und willkommen zu dieser kleinen Videoreihe Shakes and Fidget. Ich wurde gefragt, ob ich das Spiel hier mal spielen möchte. Und ganz ehrlich, warum nicht? Ich meine, Shakes and Fidget ist ja ein Spiel, von dem jeder schon mal gehört hat, ne? Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung und alles. Und ich habe tatsächlich noch nie so wirklich gespielt. Ich habe es mal kurz bei Moggy gesehen damals, als er es gerade gemacht hatte. Und wir machen jetzt hier so ein, zwei gemütliche Parts. Shakes and Fidgets, chillen dabei ein bisschen, quatschen ein bisschen. Also ich quatsche und ihr hört zu, hoffentlich. Wenn ihr nicht zuhören wollt, mutet das halt und guckt euch nur das Gameplay an. Kappa. So, das Ganze ist natürlich ein Flash-Game. Soweit erstmal. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze gerne einmal runterladen. Soweit. Und wir fangen an, würde ich sagen. Welchen Charakter nehmen wir denn? Möchten wir Elfen? Ich möchte Gnomen. Ich würde ganz gerne einen Boy nehmen. Einen heißen Boy. Moment mal. Und einen Magier. Dann spiele ich jetzt ungefähr das, was ich auch bei WoW spiele. Shit, mal wie nimmt das, dieses Gesicht? Nimm einen schönen Bart oder was? Also ein Doppelkinn. Hier, das Gesicht. Braun. Die müssen natürlich Augenbrauen sein, die zu mir passen. Die Spitzen hier, die passen super. Eine kleine Stupsnase. Jawohl. Riesige Ohren. So. Haarfarbe. Machen wir so. Und Haare. So. Ja. Er ist perfekt. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn einfach mal. Wir nennen ihn einfach Ricky Mania. So, Ricky Mania. Okay. Ich kann speichern. Mit E-Mail und Kennwort registrieren. Okay. Das cutte ich natürlich ganz kurz. Uno Momento. So. Wir sind jetzt in-game. Ne? So, also was können wir jetzt machen? Arena? Ne, ich fordere Mitspieler heraus. Kleine Tipps. Komm in Arena, mit wem nimmst du es auf? Ich glaube, wir müssen immer. Ne, wo waren wir jetzt gerade? Gilde-Charakter. Charakter haben wir gerade. Okay, Glücksrad. Oh, lol. Kann ich einmal. Darf ich einmal drehen? Du kannst dich 20 Mal am Rad drehen. Erst versuch es immer kostenlos. Okay. Drehen wir doch einmal am Rad. Mal gucken, was wir Schönes kriegen. Ich. Oh, 13 Gold gewonnen. Ist das gut? Ich hoffe, das ist gut. Ich versuche natürlich so ein bisschen einfach rauszufinden. Okay, was können wir überhaupt machen? So, Waffennahen, Neuware. Rüstung. Ich glaube, weil wir gerade Gold gewonnen haben, können wir uns, glaube ich, verdammt zu wenig Gold. Zu wenig Gold. Okay, aber wir haben schon mal eine Waffe und Schuhe. Das ist schon mal das Wichtigste as fuck. So. Zurück. Also. Stadtwache. Irgendwer muss es ja machen. Stall. So, der zuverlässige Reittier. Willkommen mein vor deinen Stallung. Meine Reittiere biete ich in Form von Leasingverträgen an. So sparen sie bares Geld und kommen zudem zu einem Genuss. Sehen sich ein passendes heraus. Welches Reittier wollen wir denn? Oh, die Kuh. Leasen. Zu wenig Gold. Oh, scheiße. Stadtwache. Ja, dann machen wir mal Stadtwache als erstes. Okay. Haben wir das schon mal fertig? Du sollst gerade auf Patrouille sein und nicht hier erwischen lassen. Okay. Wahre Gilde. Was ist denn hier mit Gilde? Gilde gründen. Du bist noch nicht Mitglied einer Gilde. Willst du eine neue Gilde gründen? Gerade nicht. Pizzle. Ja, als ob ich mir jetzt hier was kaufe. Zauberladen. Habe ich auch coole Sachen. Festung. Kann ich hier irgendwas bauen? Nee, kann ich nicht. Ich muss also tatsächlich hier so. Keine Pets. Aber eine Stadtwache. So. Entschuldigung, da war ganz kurz mein Ding ist ein bisschen abgekackt. Also wir sind auf Stadtwache jetzt schon mal. Das ist schon mal verdammt gut. Ich habe gerade mal meine E-Mail bestätigt. Ich hoffe, das hat man nicht gesehen. Ich werde das nicht mehr ausblören. Ich habe gerade meine E-Mail bestätigt. Und jetzt. Pilzdiener, was ist das denn? Keine Pilze kaufen.
Nee. Hey, Stall hieß es doch hier. Ah, genau. Ich kann erstmal ein bisschen Glücksrad drehen, solange. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Pilze da oben, die man hier umsehen kann. Und vielleicht können wir ein bisschen Gold noch gewinnen. Jawoll. So ein paar Mal Gold wäre nämlich noch ganz cool. Dann sind wir heute einfach mal das Glücksrad. Ja, 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 komm. Gib mir ganz viel Geld. Jawohl, mehr Gold. Alter, wir haben richtigen Goldlauf gerade. Komm schon. Da kommen eigentlich richtig viele Sachen noch kaufen. Stein. Ist wahrscheinlich ganz so schlecht, eine Festung gleich zu bauen. Mehr Pilze. Das heißt, mehr Glücksrad drehen. Wir drehen einfach jetzt wie ein junger Gott die ganze Zeit. Und umso mehr Pilze wir haben, umso mehr Geld können wir gewinnen. Oh, was ist das? Was ist das? Was haben wir gekriegt? Was habe ich gekriegt? Oh, oh. 54? Alter, ich habe einen Lauf, Mann. Mehr Pilze. Alter, sein Gesicht ist aber auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schon wieder gewonnen. Erst wie ich. Wo als ich noch Verlose gemacht habe und sowas, weißt du, und hier, hier ne, auf dem Kirmes gemacht habe früher damals. Also ich, weiß nicht, früher. Ich bin ja Schauspieler, für viele, die es nicht wissen. Und dann, nice, wieder 54 Gold. Ich habe ja denn immer tatsächlich auch viel im Sinne von Glücksrad auch so gemacht und Losbuden und sowas alles. Das war immer mein Gesicht. Scheiße, ich habe schon wieder gewonnen, weißt du. So, auf geht's nochmal. Ja. Na komm, die viermal machen wir noch. Wir können 20 Mal insgesamt heute. Ja. Dreimal noch. Komm schon. Nochmal Holz. Holz kann ich bestimmt gleich für die Festung gebrauchen. Mal gucken, was wir vielleicht bauen können. Oh, mehr Gold. Wir geben auf jeden Fall gerade wie ein junger Gott. So, das letzte Mal drehen für heute. So, genug gedreht heute. Okay. So, Festungen würde ich ganz gerne bauen. Platz für Kaserne. Platz für ein Arbeitsquartier. Platz für Holzfällerhütte. Schutzgilde, Platz für Festigung. Platz für Schmiede, Platz für Festung. Platz für Festung. Habe ich zu wenig Gold für. Platz für Schatzkammer, habe ich zu wenig Gold für. Zu wenig Gold, zu wenig Gold, zu wenig Gold. Okay. Dann, ne, Pilze, da warst du. Post. Nee. Gilde. Gründen 10 Gold. Auch noch nicht ganz. Dungeons, ich würde ganz gern. Ihr könnt mal ganz gerne wissen, wenn ihr das Spiel vielleicht mal gespielt habt oder ihr spielt das Spiel generell. Wird es auf Patrouille sein. Okay, wenn ihr das Spiel generell mal gespielt habt oder ne oder halt kennt irgendwie, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie genau ihr das gemacht habt oder was genau ihr mir empfehlen könnt. So, Pilzkette, Intelligenz, neue Ware. Ah, dafür brauche ich immer einen Pilz. Na, das ist ja doof. Dummkopf ist Intelligenz. Intelligenz. Intelligenz kann ich eigentlich gebrauchen. So, Waffenladen. Ich habe vorhin einfach immer wieder verballert, ich Vollidiot. So, eine Robe. Du kannst auch wieder einen Pilz. Gut. Aber ich denke mal, wir sind auf jeden Fall ganz gut dabei. Arena, du bist noch nicht unterwegs. Du kannst ein anderes Spiel angreifen, während du auf Reisen bist. Aber ist okay. Dann, meine lieben Freunde, wir machen jetzt erstmal eine Stadtwache, holen dadurch erstmal ein bisschen Geld. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder ganz. Oder was heißt, wir sind auf jeden Fall. Ich denke, wir sind recht gut ausgerüstet gerade. So. Ich denke, wir sind recht gut ausgerüstet. Wir können also dann im nächsten Part mal auf jeden Fall in den Kampf oder sowas gehen. Der erste Part ist erstmal quasi erstmal so kennenlernen, so ein bisschen das Game. Wie gesagt, wenn ihr das Game noch nicht kennt, ist es auf jeden Fall ein süßes kleines Game für zwischendurch. Link ist davon, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend, morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Ganze hier gucken werdet. Ich will spielen. Was machen wir morgen jetzt wieder? Also, haut da rein. Wir sind auf Stadtwache. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir morgen mal ein paar Leute mal angreifen und gucken, was denn so alles abgeht. Okay? Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal bei Shakes and Fidgets. Haut rein, bis dann und ciao.